weiter. Kurz vor Level 30. So, ich wechsle schon mal auf den Drifter, weil ich will mir noch einen Drift reinziehen. Wir sind noch 3.500 bis zu Level 30. So, ab in die Nacht. Und dann geht's auch hoffentlich bald mit der Story weiter. So, was haben wir denn hier? Wir haben doch bestimmt noch einen coolen Drift hier unten. Wäre so einer. Der würde uns genau Level 30 bringen, wenn wir das Ding schaffen. Dann machen wir das doch. Fahren wir da hin. Halt. Was sind wir hier zur Hölle? So, dann machen wir die Punkte Richtung Level 30 ja nicht mal zu. Fünfundzwanzigtausend. Einfach mal von der Strecke abgekommen. So. Den Shepard verpasse. Und wir haben es endlich Level 30, liebe Leute. Da.
Also wir können ja mit der Story weitermachen. So wie ich es auch angekündigt hatte. Das war knapp. Hundert. Wir haben es. Stufe 30. So, ab in die Garage, das Ding zumachen und dann ist gut. Und dann geht's gleich in die Story noch rein. Naja, Ruhm ist nicht alles. Endlich. Ich mag unseren kleinen Rückzugsort auf dem Land. Fühl dich wie zu Hause. Gut. Und dann müssten wir eigentlich jetzt gar in die Story gehen können. Jo, wir haben Mercer. Naja, zumindest die Wagen. Wir sollten uns treffen. Okay, dann machen wir das doch. Wo haben wir denn unsere junge Dame? Da oben. Halt. So, da geht's endlich in die Story. Was haben wir denn hier? Den Gesetzesbrecher. Sag heute nicht, dass das Ding jetzt nachts verfügbar ist. Natürlich. Aber wir können trotzdem mal rein. Wir müssen ja nur den Tag, die Tageszeit wechseln. Zu den Docks. Mercer will die Wagen offenbar verschiffen. Alles klar. Okay, wie ist der Plan? Die Cops können wir nicht rufen. Mercers Arschlöcher sind überall. Es muss hier doch auch noch anständige Cops geben. Nach dem, was wir erlebt haben, würde ich sagen, höchstens ein paar. Ein paar reichen uns. Nur wie finden wir raus, wer korrupt ist und wer nicht? Ganz einfach. Wir führen sie alle hin. Ernsthaft? Du willst doch eine Legende sein. Okay, Rookie. Wie du willst. Ich benachrichtige die Crews, die League, einfach alle. Sie sollen Unruhe stiften und so viele Cops wie möglich nach Port Murphy locken. Und was machen wir? Wir fahren nach Eden Shores und sorgen selbst für Wirbel. Das ist eine gute Idee. Leute, ich glaube, für mich wird es Zeit, wieder zu fahren.
nicht im selben Auto wie ich. Ich liebe dich auch. Bro, du bist total eingerostet. Schon mal von Muskelgedächtnis gehört? Was, wenn deine Muskeln dement sind? Hey, Anna kann mit mir fahren. Cool. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das freut. Komm schon, bleib dran. Sind da. Aufmerksamkeit wollen, passt es doch. Sorgt dafür, dass wir uns nicht ignorieren können. Dann stiften wir mal Chaos. So nicht, Freundchen! Kann mir jemand Sicht auf einiger Zielfahrzeuge in Eden Shores bestätigen? Du willst eine Bestätigung? Hör dir das an! Shit. Okay, ich schicke Einheiten raus. Habt ihr das gehört? Sie kommen! Okay, Rivera, das könnte lustig werden! Diese Arschlöcher drehen vor dem Revier Donuts! Wir sind gleich vor Ort. Die schnappen wir uns. Okay, wir haben sie. Führen wir die Arschlöcher zum Ziel. Wenn mir die Cops den Wagen zerkratzen, verklage ich die Stadt! Wir fahren Richtung Süden. Wir sind dran. Es gibt nur eins, was dümmer ist als ein Korb. Ein Haufen Korbs. So, dann verschwinden wir mal hier. Ist aber da vorne. Zentrale, wir brauchen hier draußen mehr Einheiten. Wir gehen mehreren Vorfällen nach. In Rockville, Edgewood, San Diego Ranches, quasi überall. Hört ihr das? Es klappt. Sag mal, wie war's eigentlich im Knast? Ganz toll. Dabei hatte ich mir geschworen, nie wieder einzufahren. Tut mir wirklich, wirklich leid. Ich verzeih dir. Fürs Erste. Oh, wie oft denn bitte noch? Ja, genau. War schön mit deiner Mühle da. War eine gute Idee, mit dir zu fahren. Wie sieht's aus? Denkst du, deine Kopffreundin könnte die Straßensperren aufheben? Ich glaube, sie mag mich nicht mehr, seit ich ihr den Laptop nicht geben wollte. Wir haben ihn doch zurückgegeben, oder? Gut, dass das Auto ein bisschen verzweifelt. Zentrale, die Sache ist noch nicht erledigt. Du hast es echt drauf. Die versuchen es echt immer wieder. Zum Spaceport. Oh ja, da wollte ich doch schon immer mal durchrasen. Ich erkenne dich echt nicht wieder. Verdächtige kommen jetzt zum Spaceport. Wir müssen diesen Scheiß beenden. Wer will näher an die Rakete ran? Ha! Ich mag dich, Rivera. Ich hoffe nur, das Ding zündet nicht gleich. Wo zur Hölle sind wir hier? Ich schicke euch Verstärkung. Zieh diese Pause auf dem Verkehr. Okay, Zeit zu verschwinden. Dachtest du, du kannst dich vor mir verstecken? Ihr wollt noch mehr? Ich hab die Zielperson. Verdächtige verlassen den Spaceport. Westliche Ausfahrt. Gut, dass das scheinbar alles geskriptet ist. Die lernen's echt nie, oder? Oh, nimm doch mit deinem Sch... Ach, dann klar. Leute, das ist Need for 5 Rennen, verpisst euch!
Handlung können. Ich glaube, wir haben genug Cops im Schlepptau. Führen wir sie zu den Docks. Fahrzeug aus der Zentrale. Wir haben die Racer bei den Docks. Ah, Mann, das war mir fast klar. Das hier ist eine Riesensache. Schickt sämtliche Einheiten her. Verstanden. Hier oben herrschen katastrophale Sichtverhältnisse in der Zentrale. Wir müssen landen und den Einsatz abbrechen. Warte mal, wie kann ich mich heilen? Kreis. Ihr zwei solltet beten, dass die Wagen noch da sind. Gib einfach Gas, dann wird bestimmt jemand enttäuscht sein. Ah, oh, das Fam. Da wird einem doch schon einen mitgeben müssen. Diese Verfolgung geht mir langsam auf die Nerven, also schickt bitte sofort die Crew hier raus. Wechsel auf einen sicheren Kanal. Sie wissen von der Lieferung. Die Bastarde haben uns direkt hierher geführt. Shit. Wir hauen ab. Zu spät. Ich hoffe. Wir sind gleich da, wo die Trucks gesehen wurden. Also dann, passt auf euch auf. Der Einsatzzentrale des Unterstützung ist bereit. Ich gebe dir noch eine letzte Chance. Halt jetzt. Puh. Haben wir's? Die Wagen schleust hier niemand mehr raus. Wir haben's geschafft. Worauf sind wir hier nur gestoßen? Nichts Gutes. Einer aus der Taskforce versucht herauszuschwimmen. Er sagt, Lieutenant Mercer ist noch vor Ort. Und wo? Ach, die Karre kennen wir doch. In dem Wagen kriegen ihn die Cops nie. Kann sein. Wir aber schon. Los! Ich hätte wissen müssen, dass ihr zwei dahinter steckt. Wir konnten sie doch nicht ohne Verabschiedung gehen lassen. Ich warne euch, lasst es sein. Vergessen Sie es, Lieutenant. Wir haben die Autos, jetzt schnappen wir sie. Ihr glaubt, ihr könnt ihn aufhalten? Officer Torres, das ist der Plan. Irgendwelche Einwände? Hört mir genau zu. Er ist gefährlich. Also haltet euch von ihm fern, wenn ihr ihn habt. Überlasst ihn mir. Wir fallen zu weit zurück! Ich brauche dringend meine Tankstelle. Bleib an ihm dran! Ah, da war mir fast klar, dass wir noch ein Auto... Haut doch mal ab mit von mir! Anna! Spaß dir einfach! Wir werden nicht aufhören, ihn zu jagen! Ich weiß. Seid einfach vorsichtig. Schließ auf, sonst verlieren wir ihn. Mir den auf den Nüsse. Wenn die nicht aus den Augen. Wie sieht's mit dem Hubschrauber aus? Erst aus, Elektronikausfall. Der Pilot gehört angeblich zu Frank. Wenn wir den Wagen stoppen wollen, müssen wir ihn ran. Ja. Verschieben? Mit so einer Aktion wie heute Nacht kommt man in die League. Meint ihr nicht auch? Sie braucht einen eigenen Wagen. Einen guten.
Dann sind sie von mir aus dabei. Wahnsinn, danke. Wir sprechen uns später, ja? Er kriegt langsam Angst. Das glaube ich aber nicht. Mit unseren Schrottkarren hätten wir ihn nie eingeholt. Ein heftiger noch, dann gerade an. Habe ich ihn. Na los, gib ihm den Rest. Zentrale, wir brauchen hier mehr Trucks. Wir haben gerade das Schiff aufgebrochen und ein Dutzend weitere Container gefunden. Bestätige. Scheiße, der Papierkram wird die Hölle. Perfektes Timing. Ich muss sofort hier weg. Du? Torres. Eva. Wenn sie mich schnappen, könnte es übel enden. Für uns beide. Ja, schon klar. Upsi. Die Nacht ist beendet. Sorge geschafft. Den Gesetzesbrecher abgeschlossen. Mörser hat es gestellt. Wir haben es geschafft. Die Polizei hat heute ihre Suche nach Lieutenant Frank Mörser endgültig eingestellt. Obwohl keine Leiche gefunden wurde, vermuten die Behörden, dass der ehemalige Leiter der High-Speed Task Force tot ist. Es ist inzwischen mehr als eine Woche her, dass der suspendierte Lieutenant versucht hatte, mit etlichen gestohlenen Fahrzeugen aus der Stadt zu fliehen. Dass ihm das nicht gelang, ist auch dem Eingreifen eines berüchtigten, bisher jedoch noch anonymen Street Racers zu verdanken, der entscheidend zur Sicherstellung der Fahrzeuge beitrug, die, wie eine nachfolgende Untersuchung ergab, über Monate hinweg systematisch illegal beschlagnahmt wurden. Um jegliche Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen, hat die Taskforce unverzüglich auf diesen Skandal reagiert und eine neue Leiterin ernannt, die folgende Stellungnahme abgab. Danke sehr. Viel zu lange missbrauchte Frank Mörser dieses Department zu seinem eigenen Vorteil. Aber jetzt nicht mehr. Es ist Zeit, dass wir die Ressourcen wieder ihrem eigentlichen Ziel zuweisen. Dem Kampf gegen Street Racing. Unter Frank Mörsers Leitung konnte diese Kriminalität wachsen. Unter meiner wird sie enden. Den gibst du mir? Das ist ein guter Wagen. Das Ding fahre ich nicht. Warum nicht? Nach dem, was mit deinen letzten Autos passiert ist, wäre ich lieber dankbar. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Lucas, ich bin in der League. Wenn ich in dem Ding aufkreuze, werden die noch einen Lachanfall bekommen. Ja,
Du bist jetzt eine große Nummer. Aber für mich bleibst du meine kleine Icha. Mira Benga Paka. Komm mit, tranquila. Nein. Na komm. Komm her. Oder auch nicht. Echt jetzt? Du bist in der League. Wenn du in dem Ding aufkreuzt. Oh, meine Rippen. Sorry. Hey, durch eure Aktion gegen Mercer habt ihr euch in der Stadt eine Menge Freunde gemacht. Aber trotzdem braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Heißt das, du kommst in unsere Crew? Ich hab wieder Lust zu fahren. Vielleicht zeige ich euch ein paar von meinen alten Moves. Nice. Drehen wir eine Runde? Logisch. Hey, passt bitte auf euch auf, ja? Leute von überall wollen jetzt gegen euch fahren. Und eine Menge anderer Leute wollen euch aufhalten. Härter als sonst. Das heißt, wenn die Cops kommen, zischen wir ab. Danke fürs Spielen. Ich glaube, wir sind durch. Scheinen wir zusammen mit dem Spiel letztendlich. Die Geek hat dir ein kleines Dankeschön für deine Hilfe abgegeben. Oh, der BMW. Ich bin schon drauf, wieder einen echten Racer in diesem Klassiker zu sehen. Gut. Dann scheinen wir durch zu sein. Wir sehen uns dann.